Aber das ist auch eine echt geile Karre. Ey, das Auto wird doch bestimmt einmalig sein, oder? Das habe ich noch nie gesehen. Holy shit, ein Massaker gleich. Alter, was von vorn kommt die jetzt auch, oder was? Boah, das sieht doch echt Porno aus, oder Leute? Slam Van. Hol Mike ab. Ja, ist klar, jetzt krieg ich noch einen Stern, weil ich nicht bezahlt habe. Oh, nee. Diese Drecksmaut. Moin, meine Biker-Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von GTA The Lost and Damned. Ja, in der letzten Folge haben wir Thomas Stubbs' Dirty Laundry Nebenmission gemacht. Äußerst geil, also da unbedingt nochmal reinschalten. Und in der letzten Story-Folge, ja, haben wir irgendwie gefühlt die Hälfte unserer Lost-Mitglieder gekillt. Weil alle bei Brian in der Fraktion waren. Ja, und so richtig wollte die Versöhnung wohl nicht klappen. Also da auch nochmal gern reinschauen, weil das war schon echt ein heftiger Part, wie ich gefunden habe. Und wir fangen diesmal an, nicht bei Jim, sondern bei Elisabetta. Da habe ich nämlich richtig Bock drauf auf ihre Mission. Da haben wir nämlich auch das letzte Mal Nico Bellic wieder gesehen. Und ich hoffe mal, dass wir das vielleicht jetzt auch tun werden in der Mission Heavy Tall. You know, Chico, hold up. Where do you think you're going, man? You gotta hold up with him. I'm talking to you, all right? Back off of him, you stupid shit. Can't you tell the difference between a narc and one of my upstanding business associates? I'm sorry about Andreas here. It's impossible to find good help in this city. Don't worry about it. Hey, yo. What up, Johnny boy? What up? Talk to your girl. Let's make it happen, Captain. I didn't think you lost bikers got down with peoples like Mark here. Then with their sports bike, you with your choppers. Now looking at the two of you, it don't make no sense to me. It's a crazy city. Well, this is crazy times, Liz. There's a recession going on. And in this troubling economic climate, you gotta make compromises. Mal here is my compromise. Hey, yo, fuck you, clown. You can compromise these nuts. Shit. Give me some. These ain't clubbing dimes for us. People always gonna want what we got to sell. Hell, they gonna want even more products when they lose their jobs and ain't got nothing else. Okay, I guess all we gotta worry about is the cops taking us down there. True that, cat. Hey, yo, E, let them know what it is. You gotta take some thieving, snitching motherfuckers and show them I'm a bitch. But I ain't they fucking bitch, okay? They bribed the guard on the Eastboro Bridge to let them through without checking their loan, right? You guys is gonna go down there and tear them apart. Entiende? Here it is. Now get the fuck out of here! Yo! Yo. Okay, ma. Avanza, cabrone. Hey, let's go. What a fucking parade. Trame una criada, Andreas! Watch your mouth, son. Make yourself useful and clean this shit up! Okay, okay, but you know what? I'm gonna need some rubber gloves. I'm gonna be honest, okay? Because I got... Let's keep a low profile and ride in a car, man. Can you get your people to bring our bikes to the drop-off? Alright, now. Ja, Brian, auf jeden Fall nicht. Too much damage with this here, right? Lead the way, Johnny. Begib dich zu den Mauthäuschen und warte auf dem Konvoi. Jim hat mir geschrieben, Mann, wenn du mal Hilfe brauchst, kommen Terry und Clay. Ruf einfach einen von den beiden an. Soll ich sie jetzt gleich anrufen oder noch nicht? I'm thinking I'm a bitch. Then I guess you got to prove yourself. No pressure, man. Go fuck yourself, Johnny. Ich weiß es nicht. Na komm, ich ruf sie jetzt einfach mal noch nicht an. Wir begeben uns jetzt erstmal zu den Mauthäuschen. This is what they call a street sweeper. That's about accurate for this shit. It'll carve through any motherfuckers dumb enough to stand downwind of us. No doubt. I'm guessing Liz wants this convoy hit like a fucking freight train if this is the firepower she's dishing out. Should be interesting. No, das denke ich doch auch. Wir parken mal hier. Stellen wir uns da jetzt rein? Das wäre natürlich echt geil. Oh, eine geile Karre. Oh, und noch ein paar Biker-Freunde sind da. You're holding traffic up. What's the hey, problem? Hey, we're kind of in a rush here, okay? Listen to me, man. You gotta get out of the way. You're holding up traffic. What's the problem here? Okay. Hey, would you just let us through? Look,
You don't got exact change, you're not going through. Those are the rules. I don't make them, but I stick to them. So just turn around and head back. Look, I will come back with all the exact change that you need, all right? Just let us through, please. You gonna pay my bills and put food on the table? Hey, turn around hey, now! Look, I got some change right here! Come on, let's get this shit moving. All right, this one's on us. Now move your ass. Thanks, guys. You're doing great, honey. It's okay. Aber das war perfekt. Wie mich diese Mautidioten auch immer aufregen hier im Game. Endlich mal einer, der es richtig macht. Warte, dass der Van anhält. Oh geil, was haben wir denn jetzt für eine Wumme? Ja, das wäre sonst ein bisschen eklig für die gewesen. Und jetzt hoffe ich doch mal, dass die Frau... ja, gut die Geburt übersteht. So, jetzt müssen wir... Ach so. Er lässt jetzt noch die zwei passieren. Keep it moving, okay? Na los, fahr weiter. Aber das ist auch eine echt geile Karre. Ey, das Auto wird doch bestimmt einmalig sein, oder? Das habe ich noch nie gesehen. Can't trust this president for sure, and you know you can't even trust this money. Enough of that shit. Just let me through, okay? Yeah, yeah, you're good to go. You're good. Go, go. So, jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Mal gucken, was er sagt. You might just get me angry, you idiot. Oh yeah. Holy shit! Ein Massaker gleich. Alter, was von vorn kommt die jetzt auch oder was? Es ist jetzt eigentlich ein Gegner hier in der Nähe. Alter Schwede. Warte mal, für die Experten hier drüben. Ah shit, ich hab gar keine andere Knarren mehr. Ja, fahr doch mal weg! Come on! Alter, was geht hier ab? Was geht hier ab zur Hölle? So, einer ist noch übrig. Ich laufe mal schnell hier vor. Und erledige den mal. Oh yeah! Mega! So, wo ist denn jetzt noch der letzte Rest? Und was willst du jetzt noch? Mann ey! Endlich mal wieder ein bisschen Muni für das Teil. Und jetzt fahren wir tatsächlich mit diesem Panzer hier. Boah, das sieht doch echt Porno aus, oder Leute? Slam Van. Hol Mike ab. Ja, ist klar, jetzt krieg ich noch einen Stern, weil ich nicht bezahlt hab. Oh nee. Diese Drecksmaut. Wie mich das ankotzt. Komm, bleib hier stehen, wehe, die Cops kommen jetzt. Los. Bitte, hier vorne kommen sie, jawohl. Sehr schön. Bring den Van in die Garage. Boah, Alter, ist das Teil geil. How we do.
You know, we're a complete subculture. Like you guys used to be back in about, what, 63 or something? Completely fucking lost, if you ask me. We've still got heart, man. The lost MC are still here. We just don't get on MeTV and scream about it. Yeah, sure you are. Whatever you say, Johnny boy. Ja, also offenbar sind die Uptown Riders ja die neue Form der Biker. Also etwas moderner angehaucht. Ja, mit denen werden wir uns offenbar zusammentun. Well now, that's a fine little nest egg to get us through a low point in these here global markets, baby. Sure, Malp. I'm just hoping you, me and Liz can stay out of jail long enough to enjoy it later on. Aber eine geile Garage ist das hier. Gibt's hier irgendwas für mich zu entdecken? Vielleicht mal eine Schutzweste oder sowas wäre ganz geil. Aber offenbar nicht. Johnny, did you get rid of that stupid bike of yours and drive my van for me? Yeah, I did, and it handled like a piece of shit. I dumped it in the lockup you mentioned, if you're interested. Not in the van, baby. But maybe I'm interested in what's in the back of it. I'll send Andrea to check it out. See you soon. Ja, man sieht sich jetzt gleich, weil ich werde jetzt nochmal ganz schnell zum Ammunition mit euch zusammenfahren. Aber ich brauche auf jeden Fall eine neue Schutzweste. So viel ist klar. Ansonsten schaffe ich das, denke ich, nicht weiter. Boah, aber das Teil würde ich jetzt gerne in meine Garage fahren, aber ich glaube, das wird leider nicht gehen, also den Slam-Van von gerade eben. Das Auto, das hat mir schon echt gefallen. Und ich denke auch wirklich, das war ein einmaliges Teil. Den habe ich echt noch nie gesehen. Oh, und Elisabetta hat uns eine Nachricht geschickt. Eine Freundin hat mich gebeten, dir die Nummer von ihrem Freund zu geben. Er hat ein Taxiunternehmen namens Bellic Enterprises und die Nummer ist 555-222. Okay. Was mache ich dann damit? Können wir dann Taxi rufen oder was? Ich fahre jetzt mal zu Elisabetta. Ach shit. Ja gut, dann können wir das gleich mal ausprobieren. Und ruf jetzt mal Bellic an. Ach, gibt's gar nicht. Okay, schade. Oder was hat sie jetzt? 555-222. Na, tippst du die Nummer ein? Wie kann ich denn die Nummer da eintippen eigentlich? Eine eigene Nummer kann ich wohl gar nicht wählen. Okay. Gut. Dann ist das so. Ja gut, muss man ja mal ausprobieren. Auf jeden Fall haben wir jetzt damit Kontakt zu den Bellics hergestellt. Ich verstehe. So, jetzt wollte ich aber trotzdem nochmal schnell zum Ammunition. Nicht, dass ich das vergesse. Weil das ist schon wichtig, dass wir uns auf die nächste Mission vorbereiten, denke ich mal. Ach, schade, ich dachte, ich kann jetzt immer in Cab rufen. Aber normalerweise müsste ja das Taxiunternehmen zu dem Zeitpunkt jetzt schon eigentlich niedergebrannt worden sein. Ja, bis später. Gibt's eigentlich noch irgendwo einen Hotdog-Stand? Ah, sieht nicht so aus. Obwohl es ja hier die perfekte Location für sowas wäre. Wir sind ja direkt hier mitten in der City. Aber nö. Das sieht leider nicht so aus. Nee. No chance. Na gut, dann ab zu Elisabetta und ich hoffe mal, dass wir das auch mit dem wenigen Leben hinbekommen. Vielleicht ist ja die nächste Mission auch gar nicht so schwer von ihr. Ich denke einfach mal optimistisch. Shit, hier ist ja auch nichts, ey. Sind zwar mega geile Restaurants, aber hier ist nichts. Na gut. So, Elisabetta, was hast du denn für mich Schönes? Martha, full of grace. No, I can't. Speak up. I can't hear what you say. Easy. Oh, it's you. One second. No, it's for un momento, chica. No, all you gotta do is walk through customs and you're home free. Está bien. Yeah, I'll see you soon.
Don't worry about my friend Johnny, huh? He's ugly, but he don't bite. Andreas! Hey. Andreas! Hey. Why do I pay you to protect me when you don't do nothing? I was in the kitchen, I was doing the thing. I don't want no fucking excuses! Get the fuck back in the kitchen! Pero, okay, está bien. Jesus! Hey, Johnny boy! What's up? You had a good time the other day with those boys, huh? Men and their motorcycles. Sure. Why we need to hit that convoy so hard? You know, all these bodies can't be good for your business. You don't think I could survive out here if I wasn't dropping some people? I'm the big boss! Okay. People gonna love you, but they're gonna hate you even more, right? Now you're starting to sound like Billy. They're gonna hate you because you're a woman in this macho fucking world. They're gonna hate you because you're from the island. Stupid people think Latinos ain't worth shit in this town. But you're the big boss. And you, me. These bodies gotta come with it. Okay. I came up from a rough background. Man tried to turn me out. When I was 14 years old, I fed him his balls! I'm just saying you should limit your casualties. When I ended that fucker, I got a reputation in PR. No man touched me after that. Now, I ain't saying all men are bad. Would have married three of them if I thought that, right? All right. Let's do this, Liz. Okay. Go get my girl, Martha. She just came in on the adios flight from PR. You think this place look okay? It's so hard to get it nice again once the assholes have their party. Yeah, it's fine. Yeah? Yeah, she'll love it. Okay. Where? Andreas! Si. You fucking missed a spot. I missed a spot? No. Come drop these pillows and get that spot off my couch. Boah, der arme Andreas, fahr zum Flughafen und hol die Drogenschmugglerin ab, die sich Martha nennt. Boah, okay. Ja, wollte schon sagen, so nah sind wir gar nicht am Flughafen. Jim hat mir wieder geschrieben. Jetzt, wo du Anführer bist, solltest du deine Vorteile auch nutzen. Sagt Terry und Lay, sie sollen ihre Ärsche bewegen und dir helfen. Boah, wieso wird mir das immer wieder eingeblendet? Ja, warum? Ich rufe jetzt einfach mal einen von den beiden. Ich rufe einfach mal Terry an. Hilfe. Terry, I need your help, brother. You got it, brother. I'll be with you shortly. So, jetzt kommt er. Terry und Lay sind auf dem Weg zu dir. Auf dem Radar werden sie als T und C angezeigt. Es kommen sowieso beide, okay? Ja, dann fahrt mir da einfach mal hinterher. Mal gucken, ob ihr mir folgen könnt überhaupt. Ich meine, vielleicht hat das ja irgendeine bessere oder eine höhere Bewandtnis, wenn sie mir helfen. Ich meine, gut, natürlich werden dann auch die Ballereien leichter. Ist eigentlich gar nicht so dumm. Weil ich denke, das hätte mir jetzt auch viel geholfen. Weil verrecken können sie ja eigentlich nicht, oder? Sonst würden die mir jetzt nicht so nahe stehen. Ich denke mal, das sind mit einer der wenigen Mitglieder der Lost, die nicht sterben können. In irgendwelchen Ballereien. Ansonsten fallen ja wirklich die Leute wie Fliegen. Boah, ja, ne, die kommen ja nicht hinterher, ne? So. Ja, dann warte ich mal schön, bis sie dann kommen. Ich denke mal, die werden dann nach der Cutscene zu mir kommen. Und mir da vielleicht helfen, weil sie werden zumindest immer noch auf der Karte angezeigt, was mich ein bisschen wundert. Also ich kann sie auch jetzt nicht abschütteln. Na gut, wir sind jetzt zumindest am Flughafen. Und dort werden wir jetzt Martha abholen, die hoffentlich nicht genauso gestört wie Elisabeth heißt. Welcome to Frankfurt. Déjame, suéltame. What? Yo no
tengo perico, tú no entiendes. Yo solamente vine aquí para ver el statue de happiness. Habla inglés, huh? Habla inglés. Suck American penis when you get into holding. Liberty Swingers, good team, eh? Wow. Drug mule skanks ain't usually this cute. This is gonna be fun. Hey, come off me. No. I don't know about you, but the America I believe in doesn't deport hard-working young girls like this one. Yeah, well, the only thing this girl works hard at is swallowing bags of coke and in a minute, blowing me. So, sir, oh, yeah, cool. Hey, hold on. Your name Marta? Si. Come on. Eiskalter Johnny. Keep your head down. Ja, und jetzt kommt die Ballerei. Oh Gott, da kommt ja wirklich eine krasse Ballerei. Oh, krass. Wie geht das Seil ab? Alter, gegen Autos geht es ja übel ab. Und wer ist das? Ach, jetzt kommen die, okay. Also ist es wirklich gar nicht mal so dumm, dass die mir helfen. Alter, wie schnell das die Autos zum Brennen bringt. Das ist ja echt heftig. Boah, krass. Alter. Shit, ich bin aber auch gleich down, denke ich. Verdammt. Ja, warte mal, ich muss da erst noch den Heli ausschalten. Kann ich den denn überhaupt ausschalten? Keine Ahnung, aber es ist wahrscheinlich besser, wenn wir das Bike benutzen. Oder nee, den FIB. Den will ich haben. Na los, schieß! Schieß, Mann! Ja, willst du nicht schießen? Nö, hä? Offenbar nicht. Alter, wieso schießt denn du nicht? So, hol Martha. Okay, den Heli kann ich offenbar nicht killen. Ja, komm mit! Los, steig ein! Alter, 3 Sterne. Ach, das Seil fährt nicht mehr, deswegen. Ah, verdammt. Na los, dann steck auf das Bike. Oh, Mann. Los, come on. Shit. Könnte natürlich jetzt echt schwer werden mit dem Bike. Oh, man. Ja, die folgen mir schön. Meine Kollegas. Ah, man. Ja, was mache ich denn jetzt? Irgendwie muss ich jetzt die Cops loswerden. Aber wie? Ja, rammt mir doch nicht rein hier. Boah, ich muss irgendwie zum Painsbury kommen am besten. Da ist hier unten, okay. Das heißt jetzt gleich nach links. Ah, shit ey, Bikes auch noch bei Regen zu fahren. Was Schlimmeres gibt's gar nicht. Ich hätte doch den FIB-Wagen nehmen sollen. Shit, hier vorne sind Cops, also muss ich hier lang fahren. Ach komm, komm, komm. Aber das Ding verfolgt mich aber auch krass. Ja, ach Mann. Los, come on. So, jetzt sind wir erstmal ein bisschen geschützt. Durch die Eisenbahnschienen. Boah, wie lang das dauert zu diesem fucking Painspray, ey. Ja, toll. Wir haben aber Haufen Cops hier. Und natürlich genau einer vorm Painspray. Aber gut, den muss ich ausschalten.
Ja, komm. Schnell. Ah, was springst du denn jetzt? So, komm. Geht es runter? Jawohl. Oh, nice. Bring die Schmugglerin zu Elisabetta. Ja, Leute, ballert die nicht ab. I'm taking you back to Elisabetta's. You, Marta, your first time in Liberty City? Liberty City, swingers, baseball, la estatua de felicidad, las mujeres feas, los políticos lascivos, la delincuencia armada, la ciudad más ensimismada del mundo. Sí, Liberty City. Liberty City, very good. You learned good. I mean, you're learning very well. Usted no es exactamente lo que esperaba, señor Johnny. ¿Y ahora vamos al hotel de 5 estrellas? Mi no habla mucho Spanish, lady. Necesita una ducha después de esta bienvenida tan perra. Uf, estoy mareada. ¿Tiene idea de cuántos condones llenos de perico hay oh, en mi intestino delgado? Espero que nada se haya roto. No speak Spanish, ich denke mal, das würdest du jetzt merken, Martha. Wenn das ganze Kokain jetzt in deinem Darm wäre. Da würdest du jetzt nicht mehr auf meinem Motorrad sitzen können, glaube ich. Ja, fahr durch! Alter, fahr durch, Mann! So. Ja, nee, ich will jetzt drankommen. Boah, ey, wie unnötig. Ja, fahr weiter. Ach, diese Mautstation, das ist das Unnötigste, was es gibt. So. Ich will jetzt bloß keinen Kopf mehr haben. Das war jetzt schon eine ganz schön krasse Mission für Martha. Und sie versteht ja noch nicht mal Englisch. Also die kommt ja in das Land eingereist. Mit Haufen Kokain im Dünndarm. Und erlebt erstmal eine vollkommen gestörte Ballerei am Flughafen. Ja, was soll ich dazu sagen? Willkommen in Liberty City, ne? So ist es halt. Aber gut, jetzt ist sie erstmal bei Elisabetta, die ja wahrscheinlich noch gestörter ist als sie. Und ich wünsche dir ihr da auf jeden Fall einen guten Aufenthalt. Okay, here we are. Aquí. Bueno, gracias, Johnny. Nos vemos pronto. Oh yeah. Ja, bitte, bitte, meine Liebe. Ah, okay. Und jetzt fahren die auch. Jedes Mal, wenn du mit Terry und Claire einen Auftrag erfolgreich abschließt, werden sie kampferprobt. Ah, okay. Also ist es gar nicht so schlecht, dass ich sie dann rufe. Oh, geil. Oh, was? Die kriegen sogar neue Waffen? Holy shit! Ja, okay, dann lohnt es sich auf jeden Fall. Leute, falls euch diese Folge gefallen hat, lasst dem Part doch gerne ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal hier in GTA The Lost in Damned wieder. Und Elisabetta hat uns auch geschrieben, ich habe Arbeit für dich und Mark, komm zu mir. Ja, können wir auch im nächsten Part gerne machen. Bis dahin, ciao.